Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, wie ihr seht, Rage 2. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Ich habe auch damals Rage 1 gespielt. Auf der PS3, glaube ich, war es noch. Ja, doch, PS3. Von der Steuerung war das richtig geil. Aber die Story fand ich damals ein bisschen platt. Ich hoffe, das ist diesmal was besser. Und ich habe mir extra dafür was hier mal die Webseiten aufgemacht, dass ich euch da nichts Falsches sage. Also, Rage 1 ist der Publisher, ach Quatsch, nicht der Publisher, das Studio. Wo haben wir hier stehen? Irgendwo steht hier Studio. Hier, Engine war da die ID-Tech, also ITech 5. Und Studio, hier oben steht's. Studio ist It Software gewesen. Ja, ein Publisher halt, Bethesda Software, klar. Und bei Rage 2. Wartet. So, bei Rage 2. So. Store. Einstellung. So. Ich mach mal schnell hier noch schnell. Bei Rage 2 sind es zwei Publisher. Wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Ach hier. Falsche Tab geöffnet. Da ist es natürlich auch id Software. Und id Software ist bekannt durch Spiele wie Doom zum Beispiel. Oder Quake. Da kriegen die richtig geil hin. Aber die Story soll von Avalanche Studios sein. Und die Open World Software, ach Gott, da hatte ich mir letztens was durchgelesen. Die nimmt nicht die Engine von id Software, die nimmt irgendeine andere Engine. Weil die für Open World besser ist. Und Avalanche Studios sind unter anderem für Mad Max zuständig gewesen damals. Die Just Cause Reihe. Und die haben eigentlich immer eine gute Story. Und Generation Zero sind so verantwortlich für. Also das lässt schon mal ordentlich Luft nach oben zu. Audio-Einstellungen. Ich muss hier die Musik erstmal, ich muss mal ein bisschen runter machen. Wa? Machen wir mal auf 70. Nee. Machen wir auf 50. Ich hoffe, das gibt kein Content-ID, ey. Dynamikumfang normal. Dynamikumfang. Audio. Zwischen. Leisen und lauten Geräuschen anpassen. Ein geringer Umfang wird geräuschvolle Umgebung empfohlen. Na, lassen wir mal normal. So, Surround. Jetzt hört sich schon viel besser an. So, Controller einstellen, Grafikeinstellungen wollen wir noch nachgucken. Deutsch. Untertitel mache ich an für euch. Fadenkreuz, Standard, einfach, Kreis. Ja, müssen wir mal gucken, wie was Standard heißt. Fahrzeugkamera. Ausrüstungsrad umschalten. Fokus umschalten. Statt Taste drückt zu halten, nee, wir lassen das mal so auf den Originaleinstellungen. So, neues Spiel. Leicht. Ich bin kein guter Shooter-Spieler, also leicht und ihr werdet sehen, ich werde es trotzdem teilweise noch verkacken.
Wir hatten Pläne für diese Welt. Für unsere Erde. Gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Ich glaube, 26 Jahre nach dem letzten Teil spielt es oder so. Wir hatten alle vereitelt von einem Mann. Nicholas Rain. Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen. Die Ecopods kamen herab. Viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand, so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Übles. Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte, ihre sinnlosen Revierkämpfe, ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wir erstarkten. Unsere Technik, unser Wissen, alles zusammen, alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung. Sieht schon geil aus, muss ich jetzt nochmal sagen. Also die Videosequenz. Wir nehmen uns die Archen. Vor allen Dingen die Sicht. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Da draußen los. Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Also männlich oder weiblich können wir schon mal auswählen. Geht's jetzt los? Ja, schnapp dir deinen Kram. Was ist das? Also anpassen können wir den jetzt nicht. Schnapp dir deine Ausrüstung. Ich sichere die Tür. Ich kann gar nichts machen. Achso, ist noch eine Videosequenz. Komm schon, Lilly, das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich bin eine Waise, ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Das finde ich geil gemacht. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Wir auch Maschinengewehr. Los geht's. Oh, ist geil. Schnell und präzise. Schöne Steuerung. Unterwegs! Boah, nee, bin ich überspringt. Ziemlich knapp. Kein bisschen. Da wird das mit Zählen schwer. Zahlen sind mir egal. Da war ich gerade in dem Video drin. Ich habe gedacht, ich kann ihn jetzt irgendwie abwehren. Das ist... vom Video ins Spiel, vom Spiel ins Video nahtlos übergegangen. Und ich habe gedacht, das Video, das ist jetzt einfach Gameplay. Also man sieht keine Unterschiede. Ah, voll geil. Walker, wir brauchen dich im Hof. Sofort. Und mit dem roten Fadenkreuz ist gut. Ranger Jersey ist dabei, die anderen Siedlungen zu warnen. Sie müssen Bescheid wissen. Klingt ziemlich übel. Laut Combox soll das der größte Angriff bislang sein.
Das ist kein Witz. Dann los, verdienen wir uns ein Fleißbändchen. Ach du Scheiße. So viel zu Ranger Jersey. Da hilft doch kein Defi mehr. Da hilft doch kein Defi mehr. Das von mir ab. Ich nehme diese Rüstung. Dann mach endlich. Treiben wir diese Wichser zurück ins... Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Oh, yeah. Das ist noch besser, als ich dachte. Oh, jetzt kriegen wir richtig die Wehr. Oh, das Ton kommt drauf. Waffe wechseln mit Dreieck, okay? Dann gehe ich wohl allein. Bin unterwegs. R1 Windstick werfen, okay? Volle Chaos hier, ey. R1. Granate werfen. Drücken, okay. R1 halten. Granate abblocken. Granate wechseln, okay. Wir müssen zurückfallen. Lilly? Verdammt, ja. Ohne diese Nanotriden-Scheiße wäre ich definitiv der jüngste Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Yeah.
sie uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt seine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Overdrive. R1 und R1. Wow! Halt dich für Scheiße! Welche? Nee, die, meine Leute sind vorgerückt. Hier ist nichts mehr. Alter, wie geil! Also die Steuerung ist echt geil gemacht. Alte Tante Prowley, ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild besonders für Lily. Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst! Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Hört doch eh mal. Verdammt, raus! Und einfach zu treffen. Unmöglich. Er sollte tot sein. General Cross? Weiter schießen! Tötet alle anderen! General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder. Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du Verdammter! Bleib zurück! Das ist ein direkter Befehl! Pass auf! Fuck! Loslassen, du Bastard! Halte durch! Da! 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 Irina Prowley. So eine Überraschung. Ich wollte das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen. Für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Der guten alten Zeiten willen. Letztendlich hatte mir dein Versagen ja einst mein Leben gerettet. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Warte! Fuck! Ich war bei Bewusstsein! Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig?
Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Crowley. Es war General Cross. Er... Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Presidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Hoffentlich hast du hier was für mich, Crowley. Mauerwächter-Einheit. Corporal Walker. Ich suche nach Informationen über Ranger-Einheit. Sergeant Irina Crowley. Eine Überraschung du für mich hast, Geister Crowley. Senden Ödland nach Archen, aha. Um mächtiger zu werden. Mächtiger werden klingt immer gut. Gedrückt halten, okay. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 401A.
stecke meine Hand also in dieses seltsame Loch und hoffe auf das Beste. Wird schon schief gehen. Willkommen im Simulationsraum. Hier können Sie sich mit dem Einsatz von Archenwaffen und ID-Erweiterungen vertraut machen. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und sind schwerer zu treffen. Oh, geil. Setze Dash dreimal ein. Gut, bitte nochmal. So, jetzt hat er gemacht. Gute Arbeit. Eine Simulation ermöglicht es Ihnen, mit der Dash-Erweiterung feindlichem Feuer auszuweichen. Also mit dem Dash, dass man da zwei gleichzeitig drücken muss, finde ich gerade ein bisschen unpraktisch. Bei mir, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im späteren Verlauf wird, aber gleichzeitig drücken, also das hat jetzt nicht immer gleich geklappt. Mein Arm fressen? Komm zurück in die Haupthalle, dann habe ich mehr Infos für dich. Echt seltsame Anweisung von meiner toten Tante. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, da! Im Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Klappt wieder nicht. Na, mal gucken. Das ist deine erste ID-Erweiterung. Doch, es gibt mehr. Da draußen sind viele Archen. Finde sie. Jeder Archen birgt wertvolle Ressourcen, die dir gegen die Obrigkeit helfen. Aber alleine schaffst du es nicht. Du brauchst Hilfe. Falls Lily noch lebt, ist sie von größtem Wert. Und es gibt weitere Freunde, von denen du nur Geschichten kennst. Gegen Ende der Obrigkeitskriege riefen ein paar von uns aus dem engeren Kreis des Widerstands Projekt Dagger ins Leben. Es sollte der Obrigkeit ein Ende setzen. Endgültig. Uns war klar, dass sie trotz ihrer Verluste nicht einfach verschwinden würde. Und wir wussten, dass General Cross über Technologie verfügt, die ihm so etwas wie ewiges Leben verleiht. Projekt Dagger wurde verworfen, als Vineland sich gegen Außenseiter abschottete. Doch zwischen mir und den drei anderen ursprünglichen Daggers blieb ein Pakt bestehen. Der erste ist
John Marshall aus Gunbarrel. Ein zäher alter Krieger, der den ersten Kampf gegen die Obrigkeit anführte. Er versteht sich bestens auf Technologie und die Kunst des Spionierens. Mit seiner Hilfe bleibst du vor der Obrigkeit verborgen. Die zweite ist Wilson Hagger aus Wellspring. Tochter des Kriegshelden Dan Hagger. Ich kann mich an die Story von 1 gar nicht mehr erinnern. Die Bürgermeisterin der größten Stadt im Ödland. Über sie gelernst du an unverzichtbare Militärfahrzeuge. Und dann ist da noch Dr. Anton Quasier, Ex-Obrigkeitsforscher, jetzt im Widerstand. Er ist Experte für Nanotritentechnologie und Mutationen. Sein Können ist für Projekt Dagger unverzichtbar. Mit der Zeit wirst du mehr wissen wollen. Die CPU deiner Ranger-Rüstung besitzt Protokolle, die viele deiner Fragen beantworten. Viel Glück da draußen, Ranger Walker. Verdammt. Also alles auf meinen Schultern ab und verabschiedest dich in die Ewigkeit, Tante Prowley? Schön. Dann bin ich jetzt eben an der Reihe. Lily, ich muss 3 Leute finden. John Marshall, Dr. Quasier und Lusum Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Das ist viel verlangt. Ja, selbst wenn sie tot ist, ist mit deiner Mutter nicht zu spaßen. Zu früh, Walker. Sorry, Lily. Aber hey, ich bin bereit fürs Ödland. Da habe ich was Passendes. Komm zu mir. Hä? Was hast du für mich? Also, ich habe viele Ideen für Projekte, die zentral fürs Überleben da draußen sind und die wir mit deiner Hilfe auf den Weg bringen können. Aber zuerst kommt dein Fahrzeug dran. Oh! Hier kann... Schon. Kann man, ich erstmal. Alles noch gesperrt. Ist auch noch gesperrt. Also da sind auch Upgrades für mich mit drin. Oh. Oh, was ist denn hier? Nicht nur eins. Wir kriegen sogar ein Motorrad ab Level 10. Eine Drohne. Boah. Geil. Sieht ein bisschen aus wie das Batman-Fahrzeug. Mit dem, wo man so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aus dem Film. Oh, wie krass. Oh, ja. Phoenix ist bereit. Es gibt noch mehr Projekte, die uns beiden nützen würden. Ach, Trophäe. Du musst stärker werden und ich muss in Vineland wieder halbwegs Ordnung schaffen. Der Ranger. Mit etwas Glück bieten dir deine 3 Dagger-Kontakte etwas Ähnliches an. Denn um es mit der Obrigkeit aufzunehmen, musst du verdammt zäh werden. Danke für den Tipp.
Ich breche dann mal auf. Da draußen wartet eine große, böse Welt, also sei vorsichtig. Und behandle die Leute anständig. Du bist jetzt ein Ranger, also benimm dich auch so. Oh, und der nächste Dagger ist John Marshall im Gunbarrel. Du solltest mit ihm beginnen. Und hey, sei vorsichtig, ja? Wir brauchen dich. Okay. Oh, da ist meine Karre. So. Wir können mal öffnen. Karte. Oh. Rostung. Oh, die sieht groß aus. Oh, die sieht verdammt groß aus, die Karte. Geile Sache. Sie ein neuer Ranger. Ich bin Phoenix und fahre mich noch besser, als ich aussehe. Lass uns eine Runde drehen. Ich sehe eine Straßensperre. Es muss ein Hinterhalt sein. Ja, wäre gut, wenn du das Hindernis beseitigst. Standby-Modus ein. $100. Jetzt bin ich für die schon Level 1, okay. Die Straßensperre ist beseitigt. Freie Fahrt. Ja, das wird der Koalition gefallen. Ist da noch einer? Wo soll denn der sein? Du machst uns keiner! Da! Geld. Also, wir finden hier auch immer noch Geld. Teilweise. Das ist gut. Können wir uns verbessern. Hm? Walker, ich weiß, dass das Ödland ziemlich groß ist, aber denk an John Marshall, ja? Haben wir doch jetzt schon hin. Was ist das? Da fällt was runter. Komm bald wieder, Walker. Was habe ich jetzt eingesammelt? Irgendwas habe ich eingesammelt. Kakteen kann man auch kaputt schießen. Aktiviere System.
So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Oh, das ist ja geil gemacht. Systeme. Komm bald wieder, Walker. Falschen Knopf gedrückt. Thank you.
coole Sache. Der Treibstoff hat sich in Rauch aufgelöst. So ist es. Ich wünschte, ich hätte die schwarzen Rauchsäulen am Himmel sehen können. So, jetzt müssen wir eigentlich alles eingesammelt haben. Die können wir auch noch kaputt machen. So, dann können wir weiter. Aktiviere Systeme. Aktiviere Systeme. Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon. Bin unterwegs. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel, Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Perfekte Zeit. Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten... Patsy, Gesindel mit Kanonen. Könnt du uns... Hallo, ich bin Rory Success, der berühmte Handelsbaron. Ich bin von Wellspring hergekommen, um Leute für eine gefährliche Mission gegen die Goon Squad anzuheuern. Moment, du gehörst aber nicht zur Goon Squad, oder? Ich gehöre ganz bestimmt nicht zur Goon Squad. Magst du die Goon Squad? Natürlich nicht. Was für ein Schandfleck für die Erde... Sie haben es tatsächlich gewagt, Gas Catress zu übernehmen, meine Gasraffinerie in den Südhügeln, um Nitro für ihre Kampffahrzeuge herzustellen. Das Nitro gehört mir. Ich weiß, es wäre Selbstmord, sie anzugreifen, aber ich zahle gut, damit du ihnen eine Lektion erteilst. Rory Success lässt sich nicht beklauen. Wie sieht's aus? Eigentlich schlachte ich die Goon Squad gratis ab. Löblich, aber ein schlechtes Geschäft. Hast du diesen Raffineriedieben schon ein paar Manieren beigebracht? Ranger. Willkommen in der Blindgängerbar, ja. Heimat des Schleimvogel Chimichangas und des besten Sumpffusels im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm hereingetanzt. Blindgängerbar. Hey, siehst gut aus, siehst verdammt gut aus. Wo ist denn eine scheiß Treppe?
Ja. Und seht ihr, jetzt ist schon wieder Video. Nahtlos vom dir, das Game ist Unsinn, ins... Kulo. Oh, geil. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. No, keine Info, nichts zum Saufen. Ganz einfach. Stimmt aber, Marsch. Violet wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Kulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Vineland ist futsch. Siehst du? Ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerständler, Kriegsheld. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hatte allerdings jemand erwartet, der beeindruckender ist. Das ist unmöglich. Weinlands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Also Digga holen wir uns noch. Und dann würde ich sagen, dann machen wir... Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Okay. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Ich hatte mal richtig Kohle. Einen Handelsposten draußen im Südland. Muss los. Schüchtern. Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Punchy. Hast vielleicht von mir gehört. Ich habe alles, was du brauchst. Und bin mir auch nicht so schade, mit Leuten aus Vineland zu handeln. Du weißt, dass ich aus Vineland komme? Aha. Erkennt man an deiner Kluft. So eine Uniform tragen nur Ranger. Du gehörst zu Prowley. Und das bedeutet, dass wir handeln können. Gut. Dann zeig mal, was du so hast. Ach, die sind alle zu teuer. Ich hab nur 1000. Also 1035, das holen wir uns. Bis bald! Hey, was? Hey, wir sehen uns. Ich hebe meine Kohle lieber auf und hol mir dann nachher was vernünftiges. Der Ranger. Und? Ist auf der Farm. Marshall schickt dich? Du bist schon der Dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. Muss aufbrechen. In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben unsere eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also? Ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar.
Hey, Marshall. Wusstest du, dass sich hier unten eine Arche befindet? Na klar. Vielleicht verschafft deine Namo-Treten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Noch eine Kiste mit Geld, die will ich auch noch. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 4028. Das ist eine Artex-Schrotflinte. Wie auf den alten Holobildern. Zurückstoßeffekt verschossen. Gut. Sequenz abgeschlossen. Setzen Sie den Overdrive der Kampfschrotflinte gegen simulierte Gegner ein. Sache. Das Training ist abgeschlossen. Simulation wird beendet. Boah, geil. Der alte Straßenfeger, was? Du Glückspilz. Davon gibt es nichts. Sie abfeuern. Sie ist mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft.
Ah, hier war ich schon, okay. Wir müssen ja doch hier lang. Geht's weiter, aber was ist denn hier? Da ist ein Gitter. Von da kommen wir. Hier ist ein Gitter. Ja, ne, da müssen wir definitiv hier weiter. Ich bin bei der Turbine, ganz wie du meintest. Verstopft mit widerlichem Mutantenglibber. Du hast es bis ins Mutantennest geschafft und lebst noch. Großartige Arbeit, Ranger. Jetzt musst du nur noch den Deckel finden und ihn aufbrechen.
Dann kannst du alles wegspülen. Echt jetzt? Schalter, du musst beide betätigen. Schafft einer übrig. Schoße läuft. Was jetzt? Sobald alles frei ist, schließt du den Deckel. Das startet die Turbine neu. Stimmt, aber jetzt muss ich hier unbedingt raus. Hier stinkt es schlimmer als in einer Mutantenjauchegrube. Nun, das sollte nicht so schwer sein. Es gibt einen alten Lastenaufzug, der dich direkt in mein Arsenal bringt. Der geht jetzt erst. Ganz toll. Projekt Dagger.
Daran erinnere ich mich noch gut. Das waren ich, Dr. Quasier, Lucem Hager und Sergeant Prowley. Kennst du Sergeant Prowley? Sie hat mich aufgezogen. Hat aus mir eine Killermaschine gemacht. Hab ich mir gedacht. Du hast was Besonderes an dir. Als ob du von den Härtesten und Besten ausgebildet wurdest. Sie hat es nicht geschafft. Wurde beim Angriff getötet. Das tut mir leid. Und es erklärt, warum du hier bist. Anstelle von Prowley. Die Obrigkeit muss unbedingt vernichtet werden. Amen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Nenn mich Walker. Walker, okay. Ranger Walker, da bist du ja. Das ist mein Arsenal, meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger arbeiten. Da der Strom jetzt... Du weißt es vielleicht... Mach erstmal die Grundausbildung, würde ich sagen. Nimm dir was. Du kannst jeden Vorteil gebrauchen. Dagger-Puzzleteil. Du wirst ihn brauchen, um am Bodenpersonal der Obrigkeit vorbeizukommen. Aber er ist noch nicht bereit. Diese Nanotreten in deinem Blut, ha? Ich
arbeite nur für Marsch. Bring ihm all die Sachen und schmutzigen Infos, die es hier im... Walker, mein Anteil an Projekt Dagger war der Scrambler. Ein fieses, kleines Gerät, mit dem du dich an der Verteidigung des Obrigkeitshauptquartiers vorbeischleichen kannst. Adios. Wegen Vineland. Ich arbeite nur für Marsch. Bring ihm all die Sachen und schmutzigen Infos, die es hier im Gondor gibt. Und in Hitland, in Westbridge. Tritt näher. Lass mich deine Augen sehen. Lass mich direkt in deine Seele blicken. Ja, ich habe, was du brauchst. Du willst Infos und Daten. Schmutzige Wäsche. Handfeste Belege. Jet Monroe hat das alles. Aber es wird dich kosten. Ja, ich brauche Informationen. Eichenzeug ist immer gut, wenn man das wissen, wo das ist. Alles klar. Bis dann. Immer noch wissbegierig? Können wir uns nämlich aufpushen. Waffen sind ja okay, so wie ich die jetzt habe. Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel. Hinterhältige... Herb, ich war bei den Mountain Lords. Muss los. Hallo. Hey. Aktiviere Systeme. Aber ich gehe. Meine Operationen warten auf dich. Vergiss nicht, dass dir meine Projekte von Nutzen sein werden. Was? Meine Operationen warten auf dich? Oh, Scheiße! Bin ich nicht, ja? Geh hier weg. Leite Standby-Modus ein. Ich höre noch einer, ich höre da was. Lasse mich einweisen. Bin bald wieder da. Normalzustand wiederhergestellt. Systeme regenerieren. Thank you.
glänzt etwas. Kein Zielfernrohr, keine Radkappe. Etwas Größeres. Die Schroude treiben ihre Gerätschaften mit Solarzellen an. Wenn du sie siehst, solltest du sie also zerstören. Dann haben sie keine Energie mehr, um dir den Arsch aufzureißen. Ja, es ist wahr. Gumball Dukes fordert dich heraus. Fahr gegen mich. Über 9000. Endlich, Wellspring. Okay. Mal sehen, ob wir Bürgermeisterin Lucien Hager zu fassen bekommen. Schicke rein. Rüstung hat. Wir passen hier nicht nur auf, dass keiner durchdringt. Hier kommt keiner. Muss aufbrechen. Hey, Chris Ledon aus Drumbox. Muss los. Du da! Muss los. Stehen bleiben. Ich suche die Bürgermeisterin von Wellspring. Du bist zur falschen Zeit am richtigen Ort. Bürgermeisterin Hager und ihr Personal sind nicht zu sprechen. Du musst warten. Versuch es morgen wieder, oder? Gar nicht. Warum? Ist etwas passiert? Nein, und so wird es auch bleiben. Keiner kommt rein oder raus. Die Bürgermeisterin hat gerade größere Probleme als dich. Also, wie ich sagte... Was war das? Ich wollte eigentlich nur eine Dreiviertelstunde anzocken. Ich bin schon bei 1 Stunde 25. Boah, das macht aber auch Gaudi, ey. Das könnte ich mir auch gut als Let's Play vorstellen. Beeindruckend. Kannst du auch eine Kugel fangen? Lucien Hager, Bürgermeisterin von Wellspring. Früher spielte sie mit Wingsticks, heute zusätzlich auch mit Pistolen. Sie ist entscheidend für Projekt Dagger. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ich bin hier wegen Projekt Dagger. Von diesem Projekt wissen nur sehr wenige Personen. Und du bist keine von ihnen. Prowley schickt mich. Prowley, wie? Prowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologramm. Ist schwer zu erklären. Ich bin Walker. Der letzte Vineland Ranger. Dann noch mehr Arschlöcher! Ranger, schalten wir diese Wichser auf! Dann ja, reden klar. Wir! Wie ist die Lage da unten? Die gleiche. Sie haben deine Leute umgenietet und ich sie. Vielleicht bist du ja doch zu gebrauchen. Hörst du das? Sie sind im Aufzug. Sei bereit!
Aufgepasst! Sobald die Tür aufgeht, finden wir sie in den Stall zurück. Ein Kinderspiel! Los jetzt! Du hast es echt drauf. Das muss ich zugeben. Na süße. Diese Trottel sind Geschichte. Von so einer winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Du bist anders. Können wir jetzt reden? Ja. Reden. Verrätst du mir, was hier läuft? Dagger sollte die Obrigkeit ein für alle Mal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in sich zusammen. Ich bin mehr als gewillt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es... Ausgezeichnet! Nimm dir die Wand! Und zergeh in Techs Büro und bring sie an seinem Computer an. Scheiße, ich wollte die doch gar nicht unterbrechen, ey. Also aufnehmen und... Nimm das Ding schon. Du weißt, was zu tun ist. Eine Frage, Walker. Jo. Kennst du dich mit Nanotritenkräften aus? Vielleicht. Gut möglich. Das dachte ich mir. Ich bin zufälligerweise an diese Nachricht eines Söldners gelangt, der für Clegg Clayton arbeitet. Er heißt Crom. Clayton, ich habe den Jackpot geknackt. Hier ist eine komplett unberührte Arche. Leider haben uns diese Shrouded-Wichser angegriffen und die Hälfte meines Teams getötet. Du musst also meinen Lohn verdoppeln, sonst verrate ich den Standort jemandem mit tieferen Taschen. Ich war zuerst bei ihm und konnte ihn überreden, mir den Standort der Arche zu verraten. Du solltest sie dir mal ansehen. Danke für die Info. Was ist... aus Crom geworden. Er lebt und ist unterwegs nach Overgrown City. Könnte eine Weile weg sein. Vielleicht kommt er nie zurück. Endlich machen wir ernst. Das fühlt sich gut an. Ein Ranger als Freund und Helfer. Wie ungewohnt. Endlich machen wir ernst. Das fühlt sich gut an. So. Nee, war doch hier. So, Grundausbildung abgeschlossen.
hier aber auch nicht raus. Dass ich die hätte plündern können. So, wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden. Oh Gott. Absolut geil. Also die Steuerung wirklich schön. Oh, ich sehe gerade was. Ich will nochmal schnell was gucken, bevor wir hier heute. Sieht ein bisschen aus, ein bisschen was von Catherine Janeway von Star Trek. Naja, blöd. Steuerung ist richtig cool gemacht. Ich habe jetzt mit dem Ausweichen vergessen zu üben, um zu gucken, ob es während des Spiels schneller klappt, also wenn man L3 und L1 gleichzeitig drückt. Aber so finde ich die Steuerung echt schön gemacht. Die Story ist cool. Es macht... Ich habe schon gesagt, man findet viel zu plündern und zum Besorgen und man kann die Waffen aufwerten, das Auto aufwerten, man kann neue Autos kriegen, neue Waffen kriegen und leck mich am Arsch, da kannst du ja... Huaha! Auf jeden Fall mal... Also, wir werden mal sicherheitshalber speichern. Spiel speichern. Neuer Speicherplatz. Es macht megamäßig Spaß. Und das werden wir garantiert auch noch mal weiterspielen. Wir gucken mal, Store haben wir hier. Was gibt es denn da im Store? Ah, okay. Wir kommen... Oh, vergoldet. Oh, geil. Krasse Scheiße. Kostet 450 Rage-Dollar. Das Ganze 450. Also hier können wir dann schon sehen, welche... Oh, hier noch mehr Skins. Also das mit dem Schwarz vergoldet finde ich geil. Schwarz-Rot jetzt gar nicht mal so. Was ist denn, wenn wir das jetzt nehmen wollen und wir haben kein Geld? Rage-Münzen holen. Wie teuer sind die Rage-Münzen denn? Also müssen wir 5 Euro, kann man rechnen, pro Waffe. Ach du Scheiße. Und die kriegt man garantiert auch nur im Store und nicht im Spiel. Nö, also da hole ich sie mir nicht. Also da muss ich, da kann ich auf den Skin auch verzichten. Aber na klar, ist ja heutzutage normal, dass man dann sowas im Store kriegt. Aber, also Story, cool gemacht, Sound, also ich habe mein 7.1 Headset auf, ich höre richtig gut, also geiler Sound. Auch jetzt gerade, dass ich das im Hintergrund höre. Die Steuerung ist wirklich klasse. Also da muss ich sagen, die Steuerung, erste Sahne, butterweich, schön. Also da muss ich sagen, da macht Shooter-Spielen Spaß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das als Let's Play machen. Mal gucken, wie ich mache ja gerade noch Days Gone. Und nach Days Gone kommt ja ein neues Spiel. Da müssen wir mal gucken, was wir da als nächstes machen. Vielleicht mache ich auch da mal eine Umfrage demnächst auf der Telegram-Seite von mir, also im Telegram-Kanal. Odins Test könnt ihr euch dann, wenn wir dann wahrscheinlich eine Umfrage machen und mal gucken. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Von mir kriegt es auf jeden Fall Doppeldaumen hoch. Es macht megamäßig Spaß. Ich weiß, einige von euch warten schon auf mein Video und mein Fazit. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.